Und oh, ist doch mal heiß. Hallo Freunde, willkommen zurück bei Nerds Heaven. Loot Chest, Kings Loot Kings Box, Get Digital. Die packen wir jetzt nacheinander aus und gucken mal, was drin ist. Mit was fangen wir denn an? Ich würde sagen, von oben nach unten. Na dann mal los. Denn Mantau. Wir fangen mal damit an. So, ihr könnt schon mal gucken. Ich sehe es noch nicht. Ich sehe nur ein schwarzes Shirt von Loot Chest. Und oh, ist doch mal heiß. Richtig heiß. The Witcher. Krass. Geralt von Riva, The Witcher in einer ziemlich stilechten Silhouette. Richtig, 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 ich muss es nochmal sagen, richtig pornös geil. Kann man das eigentlich so sagen? Kann man sagen, oder ich piep's weg. Mal sehen. Es ist piep, piep. Also, ja. Das findest du ja eh cute. Das ist ein Mega-Shirt, ist mein neues Lieblingsshirt und wie es angezogen aussieht, das gucken wir direkt. Ah, oh, das steht, bärenstark, das Ding. Das steht hier auch noch. Alter, das ist, guck dir dieses Muskelspiel da drunter an. Gleich 5 Kilo Muskeln zugenommen, nur weil ich dieses T-Shirt trage. Super geil. Ja, mega, ich habe schon gesagt, mein neues Lieblingsshirt. Dürfte gerne ein bisschen kräftige Farben haben. Ist halt wirklich nur so eine leichte Silhouette, aber es sieht verdammt geil aus. Oh, also ich glaube, wir müssen ja nicht weitermachen. Du kannst die Box wegpacken. Nö, weg damit. Das Highlight ist ja erreicht. Also sehr geil. Also wer The Witcher damit nichts anfangen kann, kann ich leider auch nichts für. Tut mir leid für euch, aber lohnt sich. So, wir machen weiter und... Oh, jetzt haben wir zwei Sachen rausgeholt. Das habt ihr nicht gesehen. Nö. Hier haben wir Rick and Morty Galactic Plushies Collectible Plush von Funko. Das ist, wäre dann die zweite, die ich dann mir einverleibe. Das ist Rick, der ein bisschen zombiehaft ist und immer noch seinen Spuckfaden da dran hat, weil er zu viel Alkohol trinkt. Ja, ist nicht die schönste Figur, aber wer Rick and Morty anguckt, findet es wahrscheinlich ganz cool. Hast du Rick and Morty schon angeguckt? Nee, ich kenn's gar nicht und deswegen kann ich mit der Figur auch gar nicht an. Und musst du unbedingt mal angucken. Okay. Ja, es ist wirklich völlig verballert und die müssen wahnsinnig viele Drogen auf einmal konsumiert haben, um diese Sendung oder die Serie mit 4 Staffeln mittlerweile rauszubringen. Netflix war es, glaube ich. Es ist total crazy. Wie die auf den Scheiß kommen, weiß ich nicht. Und es ist manchmal so konstrus zusammengewürfelt, dass man es nur extrem schwer folgen kann, was die eigentlich von einem wollen. Aber es lohnt sich. Okay. Sit down, please. Okay, nicht ganz. So, dann hatten wir jetzt hier auch noch was. Ein Pin-Badge, also Nadel-Peaks-Dings, wie heißt denn das jetzt eigentlich, wie nennt man das? Anstecknadel. Ein Anstecker, ja genau, ja, sag ich doch, hier so ein Ansteck-Dings-Bums da, wie macht man, achso, hier von der Seite noch so, wo Rohrkräfte sinnlos walten, haben wir ja wieder den Retro-Aspekt mit Pac-Man und wenn ihr Bock habt, klebt ihr euch das irgendwo oder piekt ihr euch das irgendwo ran. Manche haben das ja als Ohrring genommen, kann man ja auch machen, hm? Ist ja quasi so Nadel und dann... durch, also möglichst durch das Loch, was ihr da im Ohr habt. Und ansonsten einfach ein Rucksack, T-Shirt, was weiß ich. Sehr schön. Jo. Pac-Man ist cool. Pac-Man ist cool. Ich mag das Spiel aber nicht. Dann haben wir Illumination Minions. Das ist ja ein Ding. Fruit Drink Orange, 250 Milliliter. Ein Fruchtgetränk, das irgendwie aus der polnischen Region kommt anscheinend. Ja, Tschechische Republik sogar. Nicht Polen, aber Tschechische Republik. Naja. Mann, sind wir vorbereitet. Oh, wo kommt denn das Glas her? Na, dann machen wir das doch direkt. Sieht nach Orangensaft aus. Wer hat das gedacht? Stößchen! Orangensaft mit Sprudel. Dann haben wir eine Figur aus dem Marvel-Universum. Da steht's. Zip, zip. Wusch. Und zwar den guten Iron Man, der hier wieder 5-mal zusammengeklebt wurde. So. Sieht tatsächlich mal gar nicht schlecht aus. Und dann hier die Figur mit so einer Metallic-Lackierung. Also ja, eigentlich sind es nur 2 Farben, einmal Rot und einmal Gold. Mehr ist es nicht, aber sieht tatsächlich nicht schlecht aus. Oh, mega. Wahnsinn, hätte ich sogar noch besser anmalen können.
Da würde ich sogar ein bisschen schwarze Akzente dran setzen, dass das so ein bisschen, zurück musst du, ein bisschen schnieker aussieht. Aber ja, so als reine Figur, ich krieg den Fokus nicht hin, sieht das schon ganz cool aus. So, dann haben wir noch ein, zwei Kleinigkeiten. Und zwar Retro Gamer. Geil. Sonic, Link, Pac-Man, Bomberman, Mario und Rocket Man. Wer es nicht weiß, ist Mega Man. Jetzt muss ich selber überlegen. Geil. So, dann gibt es Schnellstartregeln für Cthulhu. Ist das ein Spiel? Aber wo ist denn der Inhalt dazu denn zu dem Spiel? Okay, kann man spielen? Aber weiß jetzt nicht, auf welcher Basis das jetzt sein soll, weil irgendwie braucht man ja wahrscheinlich auch Figuren oder so. Liegt mit bei, kostenloses Spielmaterial. Ah, bietet zum kostenlosen Download zahlreiche Spielmaterialien in Form von Artikeln, Abenteuern und Handouts zu diversen veröffentlichten Abenteuern auf der Internetseite pegasusdigital.de an. Schauen Sie einfach einmal hinein. Das ist natürlich geil. Jetzt hast du hier quasi ein Schnellstartbuch und die Figuren-Sets zum Ausdrucken wahrscheinlich und was auch immer, wie das dargestellt sein soll, kann man dann einfach von Pegasus runterladen. Das ist natürlich auch geil. Habe ich so auch noch nicht gesehen? Jo, kann man machen. So, dann in die Broschüre mal kurz reinschauen. T-Shirt, 20 Euro, das ist normal. Den Collectible von Marvel, eine Figur um die 20 Euro. Ja, das ist eher ein normaler Preis. Von der Größe her und von der Qualität ist das, finde ich, völlig in Ordnung, was man hier bekommt. 15 Euro sehe ich da aber eher realistischer. Dann für den Pin 7,95 Euro, da ist aber ganz schön viel Marketinggebühren mit drin. Das ist ein bisschen teuer, finde ich, weil so Pins kriegt man für 1-2 Euro, glaube ich, schon. Dann, das war kostenlos, dieses Dingsbums. Dann die Postkarte Retro Gamers auch umsonst. Dann das Minion-Getränk von Illumination ist auch gratis. Wer jetzt ein Ohrwurm hat, freut euch. Dann aus dem Plus ist der Rick. 12,95 Euro. Plüsch, ja, ich glaube, ist auch fast ein normaler Preis. Dann haben wir noch die Ultimate. Dann gibt es noch das Mini-Poster, was es als T-Shirt beim letzten Mal gab. Die haben die ganze Broschüre jetzt einmal verändert. Krass. Das ist ja neu. Wie sieht es denn auf der Rückseite aus? Ah, da ist die Community. Siehst du, ich habe vergessen, einen Post zu machen, deswegen bin ich wieder nicht bei. Na toll. Dann ist das, dann ist das, dann ist das, dann ist das zu Ende. Okay, das wäre Kiste Nummer 1. Das ist doch schon mal gar nicht schlecht gewesen. Oh, eine Kings Loot Kings Box. Wo kommt die denn her? Die haben wir wohl vergessen. Steht ja eigentlich noch ein Datum drauf? Keine Ahnung. Haben wir ja abbestellt. Mittlerweile bekommen wir den dann auch nicht mehr, weil sie inhaltlich uns wie auch euch nicht wirklich gefallen hat. Sie war auch mit die teuerste Kiste von allen. Die Loot Chest kriegt ihr so für 20 Euro im besten Fall und im teuren Fall, wenn ihr die nur einmal kauft, glaube ich, bei 25 Euro ist man da. Die Kingsbox fängt erst bei 35, glaube ich, an und staffelt sich dann mit dem, was drin ist. Sehen wir dann gleich, wenn wir die Broschüre mit aufmachen. Wir fangen mal hier an. Oh, okay. Funkoverse Strategiespiel von Harry Potter. Ab 10 Jahre 2 Spieler. Okay. So was hatten wir schon mal. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich glaube, irgendeine Weihnachtsbox war da. Das kann durchaus sein. Achso, jetzt ist es noch so. Also Get Digital oder sowas. Ja, das muss bei mehreren von der Ramschbox gefallen sein. So. Ja, ich glaube, wie gesagt, wir hatten die zu Weihnachten irgendwo schon. Mann, wie viel Aufkleber müsst ihr denn hier ranmachen, ey? Alter! Könnt ihr einen Aufkleber zu wenig aufkleben? Junge! Für so ein bisschen so viele Aufkleber. Furchtbar! Okay! Funko Pop. Genau, Funko Pop Figuren. Mit ihren übergroßen Köpfen. Ron Weasley und hier der von Slytherin da, der komische Typ, ne? War bestimmt falsch, was ich gesagt habe. Es gab diese Plattform, um den da noch Besen in die Hand zu drücken und zum Draufstellen. Es gibt umgeworfen irgendwelche Spielmarken, es gibt Würfel und es gibt so eine Art Kristallstücken. Und hier drin geht es dann weiter mit noch mehr Anleitungsmaterial, dann quasi von Funko, wie es gespielt wird, die Anleitung an sich. Und damit das Ganze auch irgendwie Sinn macht, gibt es noch eine Karte. Ah.
Und die sieht aus so. Und dann klappen wir die so auf. Okay, wir haben also zwei Seiten. Einmal diese und nochmal eine etwas andere. Oberwelt und Unterwelt wahrscheinlich. Okay, dafür muss man sich die Anleitung natürlich einmal angucken. Ich habe es jetzt natürlich nicht getan. Auf jeden Fall kann man da als Harry Potter Fan definitiv was mit anfangen. Und ein Spiel für zwei kann man auch mal schnell zustande bringen. Das ist schon mal ein guter Start. Tatsächlich bin ich gerade ein bisschen überrascht. Ist hier ein Konfetti drin? Okay. Passend dazu gibt es eine Funko Pop von Starship Troopers. Super. John Rassack. Starship Troopers ist mir ein Begriff. Ein dezent blutiger Film mit so Bugs, also Käfern, hier zu sehen. War damals, glaube ich, in Deutschland, war das indiziert? Ich glaube, weil es ganz schön blutig war. Ungeschnitten hat man das jetzt nicht unbedingt gekriegt. Also ja, doch, ich habe schon gesehen, ungeschnitten. Und haben jetzt hier so einen Soldaten, der so entfremdet ist, dass ich nicht weiß, wer es sein soll. Ja, ich auch nicht. Wird ein Hauptdarsteller gewesen sein vielleicht oder vielleicht auch nur ein Nebendarsteller, aber John, ich wüsste es nicht. Aber die hatten ja sonst auch mal eine Mütze auf, liegt vielleicht daran. Ja. Aber hier können wir mal kurz gucken. Muss ja wohl denn der Chef gewesen sein, oder? Nee, der hat ja das Cappy auf. Also ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Ist halt so eine Figur aus dem Film, aber wie gesagt, aufgrund dessen, dass die hier eh keine Mütze tragen und kaum Details im Gesicht haben, lässt sich eh jetzt schwer nachvollziehen, wer es ist, wenn es jetzt halt irgendein Schauspieler ist, den man vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen hat. Wer Sammler davon ist, wird sich ja freuen, alle anderen denken sich so, ja, nett. Und ich zähle zu den, ja, nett Menschen dazu. Als nächstes kommt ein T-Shirt mit einem Funko Pop drauf, damit wir der Linie treu bleiben heute. Mal gucken. Aber es ist wahrscheinlich auch eine von den Figuren, die jetzt nicht so stark gekauft wird, weil sie halt einfach ziemlich wenig Wiedererkennungswert hat. Also ich muss jetzt wirklich ganz tief in mich gehen, um zu wissen, wer der John Rassack sein soll. Also irgendeiner, der damit rumgelaufen ist, der eine Metallhand hat. Aber da ich den Film auch schon wirklich einige Jahre nicht mehr gesehen habe, komme ich da jetzt tatsächlich nicht mehr drauf. So ist es. Der Drill Instructor? Könnte auch sein. Dann haben wir Megatron von Transformers, auch Funko Pop. Okay. Sponsored by oder wie hier? Keine Ahnung. Das ist ja nicht mehr. So, ja, total toll. Der Blecheimer. Ja, kannst du ja die Füße abschrauben und machst einen Aschenbecher draus. Ja, das ist ein Schlüsselanhänger von einer roboterartigen Figur. Fände ich jetzt persönlich nicht so prall, aber ich kann es mit Transformers auch in der Form nicht so viel anfangen und plus die, ja, unproportional gelösten Köpfe, finde ich, passt das jetzt hier gar nicht so. Aber gut, wer soll das jetzt sehen? Was? Wer soll das jetzt sehen? Megatron soll das sein. Ach du Jut. Das stellt übrigens Megatron dar. Also wer es jetzt nicht gewusst hat, jetzt wisst ihr es. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. So. Aber es gibt noch was zum Anziehen. Aber eigentlich möchte ich das T-Shirt gar nicht wechseln jetzt mehr. Obwohl, vielleicht doch. Na? Komm, Marcel, jetzt hau mal einen raus. Ich komm nicht drauf. Beetlejuice. Beetlejuice? Ach, ganz doll zu erkennen anhand dieser Schlange hier. Ja, jedenfalls, das ist Beetlejuice, so wie man es vielleicht kennt, ist halt auch schon ein etwas älterer Film. Aber ja. Ist das, wo man den Namen nicht dreimal hintereinander sagen darf? Beetlejuice. Nein! Ja, wo ist er denn? Ja, von Harry Potter, den Unaussprechlichen, soll man ja auch nicht den Namen nennen. Mann, ist auch kein Unterschied. Ja. Habe ich vergessen. Hat was mit dem Necronomicon zu tun, oder? Nein, hat's nicht. So, das ist das. Ja, wie es Tradition ist in dieser Kiste, gibt es das T-Shirt auch mal nochmal direkt als Aufkleber. Ja, okay, Beetlejuice plus im Land der Raketenwürmer. Habe ich jetzt vielleicht vergessen zu erwähnen. Oder Dune, nee, Dune eher, ne? Das müsste, glaube ich, Dune sein. Ja. Okay. Aber ist Dune und Land der Raketenwürmer ist ähnlich, nur eine etwas andere Story. Dann gibt es noch einen Untersetzer für 5,95 €. Ja, den Preis weiß ich mittlerweile, weil ich das immer noch zu teuer empfinde. Na, der kostet diesmal was 4,95 €. Pass auf. Nee. Es ist auch in diesem Fall wahrscheinlich hier der Transformers Megatron Geschichtengedöns, obwohl das der gelbe ist, der Beetle Bumblejuice. Bumblejuice, Beetlejuice. Ja, es hat, ja, dann ist das so. Okay, gut.
Die King's Loot. Harry Potter Funko Wars Expansion Standalone Strategiespiel, 35 €. 5,95 € der Untersetzer. Ja, finde ich zu teuer. 2,50 € der Aufkleber ist auch ein bisschen viel. 7,90 € für den Schlüsselanhänger. Ja. Starship Trooper John Razak. Der Mann hat nur eine Regel. Verstoß bloß nicht dagegen. Okay, das ist aus der Pro-Kiste, also die normale Kiste, die wir haben. 15 €. Funko Pop Normalpreis. Premium T-Shirt Worms. Ein uraltes Symbol, genau. Die Schlange frisst sich selbst. 20 € T-Shirt ist okay. In der legendären Box wäre gewesen das Funkoverse Strategiespiel. Und das wäre es dann. Und bis zum 28.02.22 wäre dann die Batman and Friends Kiste bestellbar gewesen. Die gibt es bei uns dann nicht mehr. Warum auch die Kiste jetzt nochmal so verspätet bei uns angekommen ist oder wir die jetzt erst in irgendeiner Ecke gefunden haben, kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, preislich mit die teuerste, mit dem eher geringeren Inhalt, obwohl das heute oder in diesem Monat, ja in dem Fall im Februar, sich vielleicht schon noch ein bisschen gelohnt hätte. Aber das weiß man ja eben vorher nicht. So, wir packen mal alles wieder rein. Und dann kommen wir zum Highlight. Ja, Digital? Ja, Digital. Also ich hoffe, dass es ein Highlight wird, aber bis jetzt wurde ich eigentlich nicht so oft enttäuscht. Mittlerweile sind es ja 3-4 Jahre, die wir hier schon mal auspacken. Ziemlich lang auf jeden Fall. Oh mein Gott, ein Fehler im Loot-Heft. Oh Gott, da ist ein bisschen Verwirrung. Also das ist falsch, das kommt in einem nächsten Monat. Oh, Spoiler, das wollen wir nicht. Okay, fangen wir an. Und zwar, ich nehme mal das hier. Du kannst hier wieder rein. Okay. Na, Spannung steigt. Na, das hoffe ich doch. HBO ist wohl Game of Thrones. Ein Glas. Oder? Bitte? Ein Glas. Es ist ein Becher. Ein Tasse? Oder so. Ein Krug, wie auch immer. Und tatsächlich mit einem Wappen draufgeklebt. Ansonsten ist es nur ein normaler Krug, wie man ihn so kennt. Sieht mit dem Wappen jetzt in Metalloptik natürlich ein bisschen cooler aus. Ja. Aber ansonsten ganz normal Cola, Bierglas, je nachdem, wie man das so sehen will. Okay. Aber damit, wenn man jetzt mal zusammenzählt, wie viele wir von den Tassen und Krügen von Game of Thrones schon hatten, das ja, ist, wir brauchen die mit. Ja. Da kann man schon eine Küche komplett mit ausstatten. Gefasst, mit ja. Game of Thrones. Ist schon krass, ja. So, da haben wir ein Poster. Erinnert gerade ein bisschen an Matrix, ja, aber ja. Es ist mit Zahlen beschriftet und nicht mit japanischen oder chinesischen durchwürfelten Rezepten. Also jetzt müssen wir erstmal gucken, was es wirkt, weil hier stehen so ganz normale Zahlen. The Matrix. Tatsächlich doch die Matrix. Aber da waren noch nicht nur Zahlen, sondern auch Buchstaben und Zeichen und ja. Bin ich mir relativ sicher. Ihr habt ja reloaded oder nicht? Ihr habt das jetzt, ihr habt doch jetzt erst einen neuen Matrix, oder? Ja, es gab einen neuen Matrix-Film, Resurrection oder so hieß der, glaube ich. IMDb hatte mit 5,2 Punkten bewertet. Ich habe mir den ja auch angeguckt und dachte mir so nach dem Film so, ja, warum gibt's den Film jetzt? Der macht jetzt eigentlich keinen Sinn, weil er alles, was vorher passiert ist, in Frage stellt und die beiden Regisseure, / Regisseurinnen, weil die ja mittlerweile weiblich geworden sind, waren auch nur noch zur Hälfte anwesend. Also das heißt, eine von den Damen hat ja die Story geschrieben und die andere war für die Action und Choreografie und so ein Kram zuständig und nur einer von beiden war mit da und es fehlt halt einfach was. Aber Matrix, der neue, den konnte man, kann man angucken, aber eigentlich weiß ich nicht, warum ich ihn angeguckt habe. Na, ist komplett losgelöst von der eigentlichen... Nee, Hauptsache. Es hat was mit den, im entfernten Sinne mit dem dritten und dem ersten Teil zu tun, ja, aber... Ist halt lame irgendwie. Okay. Ja. Suicide Squad. Ein aufblasbares Goodnight Baseball Bat. Also die Baseball Keule von Harley Quinn. Harley Quinn. Oh, okay, ja. Hättest du mir nicht warten lassen können. Boah, Alter, kriegst du Kreislauf. Hui. Oh nee, wenn du. Good night.
Ronny, Ronny. Ja? Können wir weitermachen? Es macht aber lustige Geräusche. Ja, wer jetzt Harley Quinn-Fan ist und The Joker oder Suicide Squad oder ähnliches mag, das ist euer Ding. So. Was es nicht alles gibt. Liegen bleiben. Das dahin. Dann haben wir... ja, soll ja nicht langweilig werden. Nochmal ein bisschen was zum Aufblasen. Hier gibt's noch den Hammer. Wie ist der denn? Nee, das sieht man doch. Also entweder von Joker oder ebenfalls auch von Harley Quinn. Okay. Auch den pusten wir auf. Oh. Der macht keine lustigen Geräusche. Das ist ja langweilig. Aber ja, kann man sich so quasi an die Wand hängen, wenn man möchte. Kann man sich betteln mit. Boing. Fehlt eigentlich noch. So. Also das ist auf jeden Fall Harley Quinn gewesen und bei You're So Funny. You're So Funny. Doch, es müsste... Steht eigentlich was drauf? Nope. Harley Quinn's Inflatable Mallet. Okay, ist auch Harley Quinn. Also doch, nichts mit Joker. Gut. Es geht weiter. Wollen wir mal ein bisschen vom Thema abdriften und einfach mal komplett was anderes jetzt machen? Wie wär's denn mit Star Trek? Ich hätte da was. Und zwar einen von den Todessternen von Star Trek. Okay, steinig mich. Ich weiß nicht, was es ist, aber es sieht so aus. War das nicht von den... Wie hießen die denn jetzt? Die Borg! Der Borg! Ne, das war ein Würfel eigentlich, oder? Borg Cube? Ach. Borgsphäre. Eine süße. Liege ich also richtig, dafür, dass ich von Star Trek auch gar keine Ahnung habe? Sieht aber geil aus. Also, ja, ist natürlich simpel gemacht, weil es eigentlich nur grau, bisschen übergebrushed und ein bisschen grün mit dran. Aber. So ein Star Trek-Fan, und davon gibt es ja auch einige, die finden das bestimmt ganz geil. Ach, wir lassen das gleich hier so. So, es geht weiter. Wir haben hier, oh, eine klassische Figur. Auch von Marvel, wie aus der anderen Kiste eben auch schon gezeigt. Aber in dem Fall ist es, wer hat schon erraten? Marci, guck mal rein, weißt du es? Ja, willkommen. Richtig, Doktor sein Name. Ein bisschen anders, also ein bisschen strange sozusagen. Ja, ja, ist gut. Das ist strange. Oh Mann, ey. Ist nicht so schlimm, Marci. Dich kriegen wir auch noch dazu erzogen. Zu sehen in meinem Spider-Man. So, da steht Dr. Strange drauf. Figur selber finde ich jetzt tatsächlich ganz cool, weil jetzt hier mal ein bisschen mehr Farbe im Spiel ist. Also sieht ein bisschen bunter aus. Hat natürlich jetzt erstmal mit dem Cumberbatch wenig zu tun, weil das ist Original-Comic-Style, nenne ich es jetzt mal. Cumberbatch ist halt modern angehaucht. So sieht der Knilch denn aus. Aber eigentlich auch eine ganz coole Figur. Da. Genau. Okay, eigentlich... Auch nice. Also wer Marvel-Fan ist und Sammler ist, auch von den Comics und den Comic-Figuren, der hat jetzt hier ein ganz geiles Ding. So, wir sind noch lange nicht am Ende. Und Marci, was ist das? Könnte Diablo sein, so was in der Richtung. Non-Short Pass. Also du kommst hier so, quasi nicht vorbei. Herr der Ringe, oder was? Herr der Ringe plus... einen Kreuzritter. Das kann jetzt der Ritter der Kokosnuss sein, das kann von Demon's Souls oder Dark Souls sein. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das ist Herr der Ringe und das ist halt ein Ritter mit einem Großschwert. Es könnten mehrere sein. Ritter der Kokosnuss hatte, glaube ich, auch so ein Cover. Aber bei Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne und Co. ausgenommen Sekiro, das war in Japan angehaucht, gibt es ja auch so Ritter mit zwei Händen. Schön! Müssen wir das mal nochmal... Wie hieß denn der Ritter bei Diablo? Also der Paladin? Paladin, ja. Könnte nicht auch in die Richtung gehen, oder? Könnte auch ein Paladin sein, aber das ist jetzt einfach nur eine Ritterrüstung. Also da kann man jetzt so ein bisschen, ne? Ja, also. Ich würde sagen, schauen wir mal. Und so schaut's aus. Ja, ich bin mir mit dem Thema jetzt immer noch nicht ganz schlüssig. Durchweg gar nicht verkehrt, aber es stellt für meine Begriffe mehr Fragen auf, als Lösungen zu offenbaren. Okay, das ist bei T-Shirts nicht immer der Fall, auch bei Get Digital nicht. Da sind gerne mal so versteckte
Dinge drin, aber mit dem Ritter hier bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Da ist er. Aber egal, es sitzt, passt, wackelt, hat Luft, ist okay, soweit. Dann haben wir hier von Overwatch einen Schlüsselanhänger von Tracer. Das ist echt. Das Ganze drehen wie ein Dachdecker und halten wie ein Maurer. Also das soll wahrscheinlich die Frisur sein und das Gesicht dazu. Aber ja, gut, ich, Overwatch ist wirklich gar nicht mein Thema. Das ist halt so $7,90. Oder? Ja, das ist für mich jetzt so, okay, kann ich gar nichts mit anfangen. Die Krimskrams-Tüte ist auch noch am Start. Es gibt was zum Beißen, und zwar die Alien-Eier. Es gibt nochmal hier so ein Periodensystem. Nee, was ist denn das? Es gibt dann hier mal so eine schematische Darstellung von einem Molekül oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung, ich bekenne mich schuldig. Und dann gibt es noch die No-Karte. Und Uno? Eigentlich heißt es Uno, aber eigentlich ist es No. One. Okay, da muss man jetzt mal. Warte mal, das sieht so dick aus, die Karte. Nee, ist Kunststoff. Nee, okay, keine Ahnung. Was ist es? Okay, das muss ich mal gleich nachlesen. Damit kann ich gar nichts anfangen. So ein Alien-Ei schiebe ich mir gleich nochmal rein. Das beiseite. Und dann haben wir hier die legendäre Batman-Box. Soll ich euch mal was spoilern? Mach Spoiler. Die haben wir bestellt. Die ist auch schon da. Das heißt, die legendäre Lootbox für Nerds und Geeks mit Batman ab 79,95. Die packen wir aus. Dürfte irgendwann in die Woche kommen. So, schön, oder? Dann gibt es noch ein Loot-Malbuch. Also das heißt, ihr dürft euch wieder kreativ entfalten. Ist das eigentlich anders als das andere, was es schon mal gab? Nee, das kommt mir bekannt vor. Also egal. Wer Stift und Farbe bei hat, kann das Ding ein bisschen ausmalen. Wenn nicht, lasst ihr es oder gebt es den Kindern. Die freuen sich über Malbücher auf jeden Fall. Genau. Dann gibt es quasi die Auflösung dessen, was hier drin ist. Thema war wohl Marvel. Also entweder Thor oder Doctor Strange, 15 Euro die Figur. Das ist dann eher das Preissegment, was ich hier sehe. Bei der anderen stand 20 Euro drin. Obwohl es quasi so mehr oder weniger die gleiche Serie ist. Dann haben wir hier Shall Not Pass. Ein weißer Zauber kann kein, ein schwarzer Ritter schon lange. Er kämpft mit der Kraft vieler Ritter, doch tritt er für niemanden zur Seite. Nicht für Arthurs König, nicht für Montana, Monty Pythons Ritter Kokos und auch nicht für den Balrog von Moria, der die Brücke von Khazad Dûm überqueren will. Allerdings könnte diese Überheblichkeit dem schwarzen Ritter wohl etwas mehr einbringen als eine Fleischwunde. Okay, also geht's um Monty Pythons Ritter der Kokosnüsse. Lag ich ja gar nicht so falsch. Krass. Dann haben wir den von Targaryen, die Bierkrüge, also Game of Thrones. Einmal in Rot bedruckt und einmal mit dem Metallemblem, nenne ich mal, auch wenn es so Kunststoff ist. Nicht schlecht. Dann eins von 8 Star Trek Next Generation Diecast-Schiffe, also Metallschiffchen. Wir haben jetzt, wie gesagt, den Borg-Dingsbums da drin. Sind nicht alle Varianten abgebildet, das ist ein netter Hinweis, weil es steht ja auch 1 von 8. Dann gibt es, das gibt es nicht, den Schlüsselanhänger für 2,95. Das ist wiederum, wo ich sage, ja, der Preis ist in Ordnung, aber wenn ich mir das hier angucke, da steht $7,90 drauf oder so. Das ist natürlich schon heftig. Poster Pie. Genau, 3,95. Das Pi markiert den Weg in die Matrix. Genau, aber eigentlich war es keine Zahlen, sondern ein paar andere Sachen. So, dann haben wir den Geek-Button Dopamin. Auch der ist schon mal öfters mal bei gewesen. Dopamin, okay. Motivation und das aktuelle Wetter zu ertragen, genau. 1,45, ja, für so einen Button okay. Alien X sind so mit drin. Süß Kaugummi-Eier mit saurem Kern. Die No-You-Karte, das kleine No-You-Karte, nein, du, entstammt aus einer Internet-Trend, der 2018 aufkam. Zeigt sie vor und kehre ins Gegenteil um, was auf auch immer gerade passiert. Okay. Bist du von der Polizei kontrolliert? Halte die Karte nach vorne. Okay, das kenne ich tatsächlich nicht. So, die Plus, die Upgrade-Box war quasi das Harlequin-Ausstattung von 15 Euro für so einen aufblasbaren Prügel, 2 Stück davon. Also für so ein aufblasbares Ding 15 Euro, das ist ganz schön heftig. Gut, das hat man jetzt hier nicht gezahlt, aber das ist, wenn man die einzelnen kaufen würde, 15 Euro, das ist für so ein bisschen aufgeblasenes Ding, das ist ganz schön viel. Dann die Lootbox-Upgrade für nächsten Monat, Rick and Morty. Bin ich schon mal gespannt. Legendäre Lootbox habe ich gerade gespoilert. Da gibt es noch ein bisschen was zum Shoppen auf getdigital.de. Ob es eine coole Mario-Tasse ist oder hier ein Batman Crystal Clear Wandbild. Das sieht auch geil aus. Sehr schön. Dann von Harry Potter gibt es auch noch was. Zauberkessel, Teekanne und Tassen. The Wolfman Limited Edition.
und so weiter und so fort. Genau, und dann sind wir quasi mit dem auch durch. Und jetzt müsste ich eigentlich mal sagen, was mir am besten gefallen hat. So, noch einmal alles aufgebaut. Jetzt seht ihr nochmal ganz kurz die Inhalte. Jetzt hier die Kiste von Get Digital habe ich mir jetzt erstmal gespart. Da war mit am meisten drin. Wie gesagt, liegt jetzt auch so bei 35 bis 45 Euro. Der Gegenwert mit T-Shirt und allem drum und dran, finde ich, ist hier gegeben. Loot Chest, auch hier passt es, weil die kostet, wie gesagt, 20 Euro bis 25 Euro. Versandkosten sind inklusive T-Shirt bei, Figur bei, Plüschfigur plus den kleinen Nadeldings hier und die kleine Karte. Das ist auch ganz cool. Und dann haben wir hier im Prinzip die Kings Loot Kings Box mit einem T-Shirt, einer Funko, die man jetzt nicht wirklich erkennt. Irgend so Megatron Mini Funko Gedöns. Den Unterleger, Setzer, nochmal das Ding hier und dann hat ein Spiel. Liegt aber auch bei 35 Euro. Also da sieht man, glaube ich, schon, wie variabel das Ganze sein kann. Wär's, also rein von der Inhaltswertung her ist bei mir diesmal die Loot Chest ganz vorne aufgrund des T-Shirts und weil sie mit am günstigsten ist. Danach kommt Get Digital, die wechseln aber quasi bei mir immer die Plätze, weil hier einfach die Menge dessen das einfach interessanter macht. Und last die Kings Loot Kings Box, also wie gesagt, gefühlt zu teuer und mit Ausnahme dieses Monats tatsächlich mit diesem Funko-Spiel sonst immer ein bisschen zu wenig drin für den Gegenwert, genau. Was mit der amerikanischen Kiste ist, ich kann es euch nicht sagen, die ist immer noch nicht angekommen, mittlerweile haben wir April. Schauen wir mal, vielleicht kommt die noch an, vielleicht auch nicht, ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ist schade, ich würde gerne wirklich in den Ursprung der Loot-Chests, Loot-Kisten reingucken, aber momentan gestaltet sich das so ein bisschen schwierig, weil der halt einfach nicht greifbar ist. Ja, schauen wir und warten. Und ansonsten ist es das schon gewesen. Alle relevanten Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, Kommentare natürlich unten drunter. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet und welche Box für euch das Beste ist, sofern ihr überhaupt euch so eine Kisten kauft. Auch da kenne ich die Kommentare, weil die meisten sagen, ist ja nur Müll und Schrott von der Rohreste-Rampe. Ja, mag vielleicht sein, aber trotzdem ist es im Gesamten nicht unbedingt teuer, was man hier dann bekommt. Wer damit gar nichts anfangen kann, ich kann es trotzdem auch verstehen. Juli, haut rein, bis bald. Tschüss.